Hallihallo meine Lieben, ich möchte heute mit euch eine Biene häkeln. Das ist eine kostenlose Anleitung von Toys Vera. Diesen Autor oder diese Frau, die werde ich bei mir im Video, im Infobox unter dem Video posten. Ich werde die ganzen Daten von ihr unter dem Video posten. Ich werde da auch alles aufschreiben, was ihr für diese Biene braucht. Und zwar, ich habe sie ja schon mal auf Russisch gemacht und da werde ich ein paar Veränderungen machen, was die Beine und die Arme angeht. Laut Anleitung, da werden ja nur die vier Festmaschen in Amigurumi-Ring gehäkelt und sechs Reihen für die Arme und vier Reihen für die Beine. Das war für mich ein bisschen anstrengend, diese vier Maschen in so eine Schnur zu häkeln. Deswegen habe ich gemacht fünf Maschen und da ist nicht so ein Riesenunterschied. Das sieht ganz gut aus. Und ich habe die im russischen Video reingehäkelt. Das werde ich nicht machen, weil da werden ja nur zwei Maschen reingehäkelt. Und das ist viel zu wenig. Die waren nicht fest am Körper. Ich musste sie sowieso nochmal annähen. Und um diese Arbeit euch zu ersparen, wir werden einfach nur, wenn die Biene fertig ist, die Beine und die Arme annähen. Die Fühler oben hier am Kopf, die habe ich folgendermaßen gemacht. Und zwar nicht so wie hier. Ich habe dafür so ein Draht genommen. Diesen Draht habe ich bei Teddy gekauft. Gibt es da in so einer Bastelabteilung so ein Draht? Der ist richtig flexibel, weich. Dann habe ich so einen Knopf genommen, wo die Löcher einigermaßen groß sind, dass es durchgeht. Ich bin da reingegangen und aus dem anderen Loch raus befestigt. Das ist dafür da, damit, wenn wir das im Kopf reinsetzen, dass es nicht aus der Masche rausgezogen wird. Na? Die Autorin, die hat hier ein bisschen anders gemacht. Ich glaube, die hat diese Drähte da reingesetzt und dann angenäht, damit die nicht rauskommen. Ich habe mir diese Lösung gefunden und ich finde das total praktisch. So, im russischen Video habe ich die Fühler erstmal fertig gemacht und dann hatte ich richtig ein Problem, die durch die Masche zu ziehen, weil ich hatte schon hier so ein Bonbon und das wurde umgewickelt. Und jetzt in diesem Video mache ich das anders. Ich werde das so lassen. Ich werde, wenn der Kopf zu Ende ist, durch die Masche durchziehen. Na? Dann haben wir das schon drin, ne? Dann müssen wir das nicht drumherum umhäkeln. Und dann, wenn es aus dem Kopf rausguckt, werde ich diesen Draht mit Doppelkleberband umwickeln. Dann ist das klebrig. Dann nimmt die ganz normale Acrylfaden und es wird ganz vorsichtig umgewickelt. Und das ist wie angeklebt. Das ist total praktisch und schön. Und dann machen wir noch ein paar Bonbons. Pompons und Bonbons. Fast das gleiche, aber ich habe mich verstanden. Machen wir ein paar Pompons hier oben drauf. Und die werden dann nachher angeklebt, wenn es alles fertig ist. So. Jetzt Spaß bei der Seite. Das ist 23:30 Uhr Nacht. Ich habe mir gedacht, okay, heute habe ich im Garten gearbeitet, Mädels. Ich habe mir ein paar Nägel rausgezogen. Ich habe mir ein paar Nägel hier rausgezogen und die Hähne, die sind alle, die haben alle zu. Ne? Friseusen zu, Nagelstudie zu. Ich weiß es nicht. In ein paar anderen Videos, vielleicht nach einem Monat, ich weiß gar nicht, wie ich aussehen werde, aber es ist mir scheißegal. Hauptsache, ihr seht mich gar nicht. So, was ich dafür brauche, jetzt nicht so weit vom Thema. Weiße Himalaya Dolphin Baby für die Flügel. Schwarz ist schwarz, die Nummer braucht ihr nicht. Und gelb ist gelb. Es gibt dunkelgelb, es gibt hellgelb. Ich habe so eine mittlere, ich glaube, das ist die Nummer 313, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich habe kein Etikett, aber das ist wirklich wurscht. Gelb, schwarz, weiß, da braucht ihr auch keine Nummer dafür. Das ist für die Biene. Nadel Nummer 5 nehme ich immer. So, dann
Diese Biene, die wird hier mit Acryl gehäkelt, ne? Die ist ganz klein, die ist so süß klein. Wir häkeln sie mit Himalaya. Und normalerweise musst du dann auch, wenn die Nase genauso proportionell auch der Biene gehäkelt wird mit derselben Wolle, dann sollte ich eigentlich auch mit Himalaya häkeln. Aber ihr glaubt es gar nicht, das war so eine Nase. Und ich habe gesagt, nein, das geht gar nicht. Wir nehmen für die Nase oder Baumwollgarn oder ganz normale Acryl, so wie das hier. Schwarz nur im Rot oder Rosa. Ich habe jetzt für mich so ein Garn ausgesucht, das ist Baumwollgarn und das ist so leicht pfirsig. Den möchte ich gerne benutzen und für diesen passenden Ton werde ich auch dann die Schleife für die Biene anbinden, so wie ich im Video gemacht habe auf Russisch. So, die Augen habe ich in 11 mm genommen. Reicht auch 1 cm, vollkommen diese. Ich habe noch solche Augen. Ich weiß es nicht. Ich werde die einfach anbringen. Mal schauen, wie die aussehen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich nehme die schwarzen. Aber wir gucken. So, wir fangen schon mal mit diesen Armen und Beinen. Das ist total einfach. Ich glaube, ich muss das nicht unbedingt auch zeigen. Ich habe jetzt nur bei jedem einen längeren Faden gelassen, damit ich das annähen kann. So. Da sind die Arme und da sind die Beine. Die Beine sind ein bisschen kürzer. Ich habe Amigurumi-Ring genommen und 5 Maschen rausgehäkelt. Und dann mit diesen 5 Maschen habe ich hier 6 Reihen gehäkelt nach oben und hier 4 Reihen nach oben. Dann beiden an die beiden Seiten gelegt und zusammen gehäkelt. Mehr nicht. Ich glaube, das kann jeder. Amigurumi-Ring. Ihr wisst, wie das geht, ne? Weil das kann ich jetzt auch im Video richtig schlecht zeigen, weil das ist fast gar nicht hier zu sehen. Aber Amigurumi-Ring, 5 Festmaschen daraus häkeln, 6 Reihen nach oben, 4 Reihen nach oben. Das war's. So, und wir machen jetzt weiter mit den Flügeln. Flügel, da werden nicht zwei getrennten gehäkelt, sondern einen ganzen. Es wird erstmal von einer Seite so und dann wieder so gehäkelt. So, dann fangen wir mal mit dem Flügel. Amigurumi-Ring. Und wir häkeln 6 Festmaschen raus. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6. Wir ziehen das fest und wir machen jetzt 6 Mal verdoppeln. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6. So, jetzt machen wir eine Reihe. Bitte hier Marker setzen, okay? Ich mache das für euch hier. Ich sehe das nach Maschen immer, aber jetzt machen wir eine Reihe. Eine Festmasche, einmal verdoppeln. Eine Festmasche, einmal verdoppeln und das 6 Mal bis Ende der Reihe. Ne? Eine Festmasche, einmal verdoppeln. Eine feste, einmal verdoppeln. Und nochmal. Wir haben jetzt mit euch 18 Festmaschen. Wir machen jetzt weiter. 2 Festmaschen, einmal verdoppeln. Eins, zwei und verdoppeln. Eins, zwei und verdoppeln und so weiter, ne?
bis Ende der Reihe. 2 festmaschen und verdoppeln. Eins, zwei, verdoppeln. Wir haben jetzt 24 Festmaschen. Und jetzt häkeln wir mit euch 8 Reihen unverändert. Ich werde den Marker jetzt nach oben setzen. Hier. Und wir häkeln jetzt einfach 8 Reihen unverändert. Und dann sehen wir uns hier wieder. So, ich habe jetzt diese 8 Reihen gehäkelt und jetzt machen wir Abnahmen. 2 festmaschen und eine Abnahme. 2 festmaschen und eine Abnahme. Und das 6 Mal, die ganze Reihe. 2 festmaschen und Abnahme. 1, 2, Abnahme. Wenn wir das bis Ende der Reihe gemacht haben, häkeln wir dann eine Reihe unverändert noch dazu. So, das habe ich auch gemacht und jetzt machen wir nochmal die Reihe mit Abnahmen. Ich habe jetzt momentan 18 Festmaschen und wir machen jetzt eine Reihe mit Abnahmen. Eine Festmasche, eine Abnahme. Eine Festmasche, eine Abnahme. Und das machen wir bis Ende der Reihe, das heißt 6 Mal. Eine Festmasche, eine Abnahme. Wenn wir das gemacht haben, dann häkeln wir noch eine Reihe unverändert. So, das habe ich auch fertig und jetzt fangen wir an, die so eine zweite Flügel zu häkeln. Ne? Jetzt machen wir genau so, wir spiegeln jetzt einfach. Und zwar, wir häkeln jetzt eine Festmasche einmal verdoppeln und das 6 Mal. Eine Festmasche einmal verdoppeln. Festmasche verdoppeln. Festmasche verdoppeln. Und nochmal. Festmasche verdoppeln. So, wir haben jetzt 18 Festmaschen. Wir häkeln jetzt eine Reihe unverändert und die nächste Reihe machen wir 2 Festmaschen einmal verdoppeln. Ja? Und zwar, ich wiederhole, wir häkeln jetzt 18 Festmaschen unverändert eine Reihe und dann häkeln wir eine Reihe mit 2 Festmaschen einmal verdoppelt und das 6 Mal oder bis Ende der Reihe. Okay? So, ich habe jetzt momentan 24 Festmaschen und wir häkeln jetzt weiter genauso wie hier 8 Reihen unverändert. Und dann machen wir Abnahmen. Ja? So. Wir häkeln jetzt 8 Reihen unverändert und dann machen wir Abnahmen. Wir fangen dann mit 2 Festmaschen Abnahme und das 6 Mal und dann eine Festmasche Abnahme und dann das 6 Mal und dann alle 6 Abnahmen. Dann haben wir hier alles zu. Ja? Aber wir häkeln erstmal diese 8 Reihen und dann sehen wir uns hier wieder. So, die 8 Reihen sind gehäkelt und wir machen jetzt weiter mit Abnahmen. 2 Festmaschen, 1, 2 und eine Abnahme. Und das 6 Mal bitte. 1, 2 und Abnahme. So. Wenn wir diese Reihe gehäkelt haben, dann häkeln wir eine Festmasche, eine Abnahme und das 6 Mal.
Wenn wir die Reihe gehäkelt haben, dann machen wir 6 Abnahmen und dann machen wir zu. So wie hier. Ja? Gut. Das mache ich dann nachher zu Ende. Und wir häkeln jetzt einmal die Nase. Die Nase. Ich habe diesen Garn und ich habe diese Nadel 3,0. Und ich habe eine Nase. Das wird aber eine Umstellung jetzt sein. Wir machen jetzt Amigurumi. Ups. Ich habe früher nur mit so einem Garn gehäkelt, ne? Oder mit Acryl oder Baumwolle. Und das ist jetzt Himalaya, das ist richtig ein Luxus für die Finger. Und jetzt eine Umstellung. So, wir machen jetzt 6 Festmaschen in Amigurumi-Ring. 2, 3, 4, 5, 6. Wir ziehen das fest und dann machen wir 6 Mal verdoppeln. Eins, dann in die nächste verdoppeln. Das war 2. Na komm. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Die nächste Reihe. Eine Festmasche. Eine oder einmal verdoppeln. Und das 6 Mal. Eine Festmasche, einmal verdoppeln. Eine Festmasche, einmal verdoppeln. Und noch einmal. So, nee, noch einmal. Ich sehe das nach Maschen immer. So, dann, ich setze für mich hier einen Marker, das Ende der Reihe. Und wir häkeln jetzt 3 Reihen unverändert. Ja, wir häkeln jetzt 3 Reihen unverändert, einfach nur 18 Festmaschen. Und so weiter. Wenn wir diese 3 Reihen gehäkelt haben, dann machen wir Abnahme. Und zwar eine Festmasche, eine Abnahme. Eine Festmasche, eine Abnahme. Und das 6 Mal bitte. Das heißt die ganze Reihe. Wenn wir das gemacht haben, wir füllen das mit Watte auf und machen mit der Nadel zu und lassen ein bisschen längeren Faden, damit wir das annähen können. Mehr nicht, okay? Ich wiederhole, wir machen jetzt diese Reihe zu Ende und dann noch 2 Reihen, insgesamt 3 Reihen unverändert und machen wir Abnahmen. Eine feste, eine Abnahme, feste Abnahme, die ganze Reihe und dann machen wir ganz dicht und dann haben wir so eine kleine Kugel. So,
Ich wollte euch zeigen, was daraus geworden ist. So eine süße Nase. Ich habe hier drei nach diesen verdoppeln, eine Festmasche verdoppeln. Sechsmal habe ich dann drei Reihen gehäkelt und dann eine Reihe nur abgenommen. Eine Festmasche, eine Abnahme, Festmasche, Abnahme. Jetzt habe ich hier sechs Festmaschen. Sechs oder zwölf? Keine Ahnung. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ist richtig. So, und wir ziehen das einfach nur fest. Immer an vorderer Wand. Wenn ihr auch den Kopf häkelt und da bleiben so viele Maschen, nicht bis zum Schluss abnehmen, sondern so immer beenden, nur an die vordere Wand. Das ist immer akkurat und hübsch. Und jetzt Fokus, Fokus. Zack. Ist doch schön, oder? Und dann werde ich das einfach nur befestigen. Zack. Und ich gehe jetzt, oder ich komme dann hier so raus. Und wenn ich dann nachher am Gesicht anlege, dann werde ich das annähen. Und zwar an diese Reihe hier und Gesicht, hier und Masche Gesicht und so weiter und so weiter. Okay, gut. So, Mädels. Und wir fangen hier mit diesem kleinen Teil an. Hier mit diesem kleinen Pixer, der macht mich wahnsinnig, dieser Pixer, weil ich versuche schon zum vierten Mal Video aufzunehmen und das fängt mit vier Festmaschen an. Das ist richtig anstrengend, ne? Aber ich versuche jetzt zum fünften Mal. Ich habe schon die dünnere Nadel genommen und die dickere Nadel genommen und trotzdem immer wieder dasselbe, dass ich mit Maschen verrechne. Und zwar Amigurumi-Ring. Und vier Festmaschen. Ich mache das ein bisschen lockerer, weil ich sehe dann die Maschen nicht, weil es wirklich zu wenig Maschen sind. 2, 3 und die 4. Ich ziehe das fest und wir häkeln jetzt vier Festmaschen. 1. Zwei, drei und die vier. Oh mein Gott, das geht. So, weiter. Die nächste Reihe. Eine Festmasche einmal verdoppeln und das zweimal. Eine Festmasche. Einmal verdoppeln. Eine Festmasche einmal verdoppeln. Wir haben jetzt sechs Festmaschen. Jetzt häkeln wir sechs Festmaschen unverändert. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Gott sei Dank, das hat wirklich geklappt. So, weiter. Wir machen jetzt 6-mal verdoppeln. 1.
2, 3, 4, 5, 6. Wir haben jetzt 12 Festmaschen und wir häkeln jetzt 12 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die 12. Ihr könnt bitte hier Marker setzen, ja? So, und ich mache jetzt einmal verdoppelt, eine Festmasche einmal verdoppeln. 6-mal. Eine Festmasche einmal verdoppeln. Eine Festmasche verdoppeln. Und so die ganze Reihe. Eine feste, einmal verdoppeln. So, ich bin jetzt hier, bitte hier Marker setzen. Ich weiß, dass ich jetzt die Ende der Reihe habe, weil ich sehe jetzt 2 Festmaschen und einmal hier verdoppeln. Na, das ist schon die nächste Reihe. So unterscheide ich das. Die nächste Reihe wäre dann auch so. Wir machen dann jetzt auch so weiter. Wir häkeln jetzt eine Reihe mit 2 Festmaschen einmal verdoppeln, das 6-mal. Dann häkeln wir die nächste Reihe 3 Festmaschen einmal verdoppeln und das 6-mal. Und dann häkeln wir noch eine Reihe mit 4 Festmaschen einmal verdoppeln und das 6-mal. Ne? Wenn wir das gehäkelt haben, dann sehen wir uns hier wieder. Wir machen jetzt einfach nur die Masche verdoppeln, bis wir 36 Festmaschen haben. Die nächste Reihe wäre dann mit 2 Festmaschen einmal verdoppeln, dann 3 Festmaschen einmal verdoppeln und dann die nächste Reihe 4 Festmaschen einmal verdoppeln. So, ich habe jetzt diese ganzen Maschen auf 36 Maschen verdoppelt und wir häkeln jetzt erstmal 2 Reihen unverändert. Na, und dann machen wir Farbwechsel 2-mal. Und zwar, wir häkeln jetzt 2 Reihen, 36 Maschen unverändert und dann sehen wir uns hier wieder. So, ich habe jetzt 2 Reihen gehäkelt und jetzt machen wir hier, das wird jetzt hinten sein, wir machen hier eine Kettmasche. So, und wir reißen das ab. So, wir machen das fest, ja? Und hier muss man nicht durcheinander kommen. Das ist eine Masche. Und das sollte die nächste Masche sein. Hauptsache, wenn wir jetzt Farbwechsel gemacht haben, durch diesen Zusammenziehen kann sein, dass wir eine Masche verlieren können. Deswegen immer bitte zählen, dass wir auf 36 Maschen kommen. Ja? Wenn eine zu wenig ist, irgendwo eine dazu nehmen. Aber für mich ist das die einzige Methode, die ein bisschen taut bei Farbwechsel, weil sonst bei mir sieht das immer so schrecklich aus, finde ich. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche es aus. Hier ist die Kettmasche. Ich gehe zum Beispiel 2 nach hinten. Ich nehme jetzt die schwarze Wolle und werde sie einfach jetzt weiter häkeln. Und die bitte, ich weiß nicht, das muss nicht unbedingt sein, aber ich lege die immer beiden auf die Arbeit und häkle dann weiter. Eine Reihe. So, und dann zähle ich immer mit, weil hier kann man durcheinander kommen. Vielleicht wird alles gut sein. 2. So, wir häkeln jetzt 36 Maschen eine Reihe. Ne? Da bin ich gespannt. Eins, zwei, drei, vier, fünf,
sechs, sieben. Ich zähle jetzt. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, neunzehn, zwanzig, eins, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, sieben, acht, neun, dreißig. Eins, zwei, drei, vier, fünf und die sechs. Super. Und ich mache hier schon wieder Kettmasche. Zack. So. So sieht das dann ungefähr aus. Das ist wirklich besser als das, was ich davor hatte. Zum Beispiel, ich glaube, bei der Katze oder so habe ich da ein Video gemacht. Oh, hat mir nie gefallen. Jetzt aber. So, jetzt machen wir wieder Farbwechsel. Ich gehe jetzt, ihr könnt immer gehen oder eine oder zwei Maschen nach hinten oder nach vorne. Ich gehe diesmal hier nach vorne. Und ich nehme jetzt wieder die gelbe. Und wir häkeln jetzt zwei Reihen. Ich habe jetzt im russischen Video zwei Reihen gemacht. Ich würde aber in diesem Video lieber drei Reihen machen. Ein bisschen mehr Abstand. Ich würde dann... Wir häkeln jetzt mit gelbe Wolle drei Reihen. Bitte zählen, dass wir 36 Maschen haben. Hier nichts abreißen, sondern ganz normal statt Kettmasche ganz normal weiter häkeln. Okay, und wir häkeln jetzt mit dieser Wolle drei Reihen. So, ich habe jetzt diese drei Reihen gehäkelt. Drei. Eins, zwei, drei. Und ich mache jetzt wieder Kettmasche. Und wir machen Wechsel jetzt auf die schwarze. Ich gehe diesmal zwei nach hinten. Und wir häkeln eine Reihe noch schwarz. So, wenn wir diese Reihe gehäkelt haben, dann machen wir wieder hier Kettmasche, machen wir wieder Farbwechsel und häkeln dann weiter. Insgesamt müssen wir 11 Reihen häkeln. 11 Reihen. Und zwar 11 Reihen, das ist ab dieser Reihe. Das heißt, wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist die sechste Reihe. Ne? Wenn wir die gehäkelt haben, wenn wir diese Reihe gehäkelt haben, dann häkeln wir noch 5 Reihen unverändert mit gelber Wolle. Ja? Wir häkeln jetzt diese Reihe bis zum Schluss, machen wir dann Farbwechsel auf gelb und häkeln wir noch 5 Reihen unverändert. So, es ist schon Schlafzeit. Okay. So, ich habe jetzt diese 5 Reihen gehäkelt. Und wir machen jetzt nur Abnahmen.
Wir machen jetzt Abnahmen. Wir fangen jetzt mit 4 Festmarsche. Eine Abnahme und das 6-mal. Dann 3 Festmarschen, eine Abnahme und das 6-mal. 2 Festmarschen, eine Abnahme und das 6-mal. Und wir machen auch noch eine Reihe mit eine Festmarsche, eine Abnahme und das 6-mal. Wir kommen nachher auf die 12 Festmarschen. Das wird richtig dünn. Das ist Hals. Das wird ein richtig dünnes Hals. Deswegen, das muss man richtig gut mit Watte füllen, damit der Kopf nicht wackelt. Ja, da muss in dem Bereich, wo Hals ist, nachher, wenn wir den Kopf ein bisschen gehäkelt haben, richtig schön fest mit Watte füllen. So, und wenn wir das gehäkelt haben, dann machen wir weiter den Kopf und das machen wir morgen. Na, das ist jetzt schon 2:30. Ich glaube, ich habe kein Power mehr und keine Energie weiterzumachen. Morgen bin ich anders drauf. Ich meine jetzt nicht vom Labern, sondern von aktiv sein. Ne? Und zwar, wir fangen mit 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4 und eine Abnahme. Und das bis Ende der Reihe. 1, 2, 3, 4 und eine Abnahme. Bei mir Ende der Reihe ist hier da, wo Farbwechsel ist. Da kann ich mich ganz gut richten. So, wir machen das erstmal. Dann machen wir weiter mit 3 Festmaschenabnahme, die ganze Reihe. 2 Festmaschenabnahme, die ganze Reihe. Und eine Festmaschenabnahme, die ganze Reihe. Und dann sehen wir uns wieder. Tschüss und ich wünsche euch allen gute Nacht, wenn ihr genauso mit mir jetzt in diese Zeit häkelt, dann bitte ab im Bett, ins Bett. Tschüssi. Hallo meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen, Tag Nummer 2. Ich habe gestern noch diesen Körper aufgefüllt und ich habe zu Ende alles abgenommen. Ich habe jetzt momentan hier 12 Festmaschen und wir machen jetzt 2 Reihen. Je 12 Festmaschen, unverändert. Und hier müssen wir versuchen, so fest wie möglich zu häkeln. Hier wird Hals sein, der wird bei dieser Biene richtig dünn sein und muss auch fest sein, damit der Kopf nicht so wackelt. Ja, wir häkeln jetzt 2 Reihen je 12 Maschen unverändert, bitte. Nach diesen 2 Reihen, die wir gemacht haben, machen wir dann jetzt häkeln wir jetzt den Kopf raus. Das heißt, wir werden jetzt nur verdoppeln. 4 Reihen mit verdoppeln. Und zwar, wir fangen mit eine Masche einmal verdoppeln. Und das 6-mal. Die nächste Reihe 2 Maschen einmal verdoppeln. Und das 6-mal. Und dann die nächste Reihe 3 Festmaschen einmal verdoppeln. Und das 6-mal. Und die letzte Reihe 4 Festmaschen einmal verdoppeln und das 6-mal. Wir kommen dann auf die 36 Festmaschen. Und dann müssen wir 6 Reihen unverändert 36 Festmaschen häkeln. Ja? Wir fangen dann so an. Eine Festmasche einmal verdoppeln. Eine Festmasche einmal verdoppeln. Und das machen wir 6-mal. 6-mal heißt die ganze Reihe dann. Eine Festmasche. Einmal verdoppeln. So, dann kommen 2 Festmaschen, einmal verdoppeln und so weiter. Die letzte Reihe mit verdoppeln wäre dann 4 Festmaschen, einmal verdoppeln, das 6-mal und wir kommen auf 36 und dann häkeln wir 6 Reihen unverändert 36 Festmaschen nach oben. So, ich habe jetzt alles
verdoppelt bis 36 Maschen und dann noch 6 Reihen nach oben gehäkelt. Und jetzt machen wir eine Reihe mit Abnahmen und dann setzen wir die Augen rein. Und zwar 1, 2, 3, 4, Abnahme. 1, 2, 3, 4. Abnahme. Das 6 Mal, ne? Machen wir so. 1, 2, 3, 4. Abnahme. 2, 3, 4. Abnahme. 1, 2, 3, 4. Abnahme. 1, 2, 3, 4. Abnahme. So. Jetzt muss man ganz genau gucken. Hier ist die Übergang. Ne? Hier kann man, das ist Hinterteil. Das ist hier vorne. Bei mir hat es sich ein bisschen verschoben. Bitte da nicht jetzt drauf achten. So. Eigentlich, ihr müsst normalerweise hinten Anfang der Reihe haben. Ja? So. Wir machen jetzt einmal die Augen reinsetzen. Ich würde sagen, diese Reihe, wo wir jetzt abgenommen haben, eine Reihe tiefer. Und dazwischen würde ich so circa 4 oder 5 Maschen machen. Weil da soll die Nase noch kommen und die Nase wird genau zwischen den Augen platziert. Nicht irgendwo tief unten, sondern genau dazwischen. So. Damit es diesen süßen Blick hat, nicht hier unten, wird komisch aussehen. Hier, genau hier zwischen. Deswegen 5 Maschen. 2, 4, 6 sogar. 6 Festmaschen dazwischen. Die Nase kommt dann zwischen. So. Ich mache jetzt das fest. Achso, warte mal. Ich wollte ja noch die anderen ausprobieren. Wie das wohl aussieht. Naja, für so eine kleine Fliege wäre das auch nicht schlecht, aber nee. Die verschwinden in diesen hellen Ton. Hell auf hell sieht nicht so schön aus. Das muss schon Kontrast sein. Aber naja, könnte man auch vorstellen, ne? Ich möchte aber die süß haben, nicht witzig, sondern süß. Das ist Hinterteil. Ich lege die auf Hinterteil. So, eine Reihe tiefer oder 2 Reihen, könnt ihr entscheiden. Wenn wir dann wenn wir den Kopf dann auffüllen, das wird automatisch dann gedehnt sein. Ich meine jetzt vom Backen her, ich überlege jetzt die ganze Zeit, soll ich jetzt ein bisschen höher setzen oder tiefer? Nein, tiefer. Tiefer ist schöner. So, so werde ich das platzieren.
So, wir werden jetzt hier bitte noch zwei Reihen abnehmen. Die nächste Reihe wäre mit drei Festmaschen Abnahme und das sechsmal. Und dann machen wir noch eine Reihe mit Abnehmen, zwei Festmaschen Abnahme und das sechsmal. Und dann, wenn wir das gemacht haben, wir müssen natürlich das hier auffüllen, im Hals so richtig fest fühlen, damit es fest ist. Aber es wird sowieso ein bisschen locker sein, ist aber nicht schlimm. Wenn wir das gemacht haben, dann wollte ich euch zeigen, wie wir diese Füller reinsetzen. Ich habe jetzt im russischen Video die ein bisschen anders reingetan. Ich würde die aber in diesem Video anders reinsetzen, ne? Das heißt, wenn wir das hier abgenommen haben, dann muss diese Füller da rein und zwischen eine Masche oder zwischen irgendwo in Loch muss es reingehen, aber das wird dann hier oben sein, ne? Und so drinne sitzen. Na, durch diesen Knopf geht es nicht raus. Und dann, wenn wir das gemacht haben, nur dann können wir das mit, wie soll ich das sagen, mit Doppelklebeband umwickeln. Man könnte jetzt schon mal wenigstens bis dahin mit Doppelklebeband machen und dann durchziehen, damit diese Wolle an Klebeband innen drin schon so wie festgeklebt wird, weil so tief, wenn ihr das nachher umwickelt, kommt ihr da nicht an. Deswegen ist es wirklich, jetzt kommt mir die Gedanke, wenigstens bis dahin mit Doppelklebeband hier schon mal umwickeln, dann ist es noch fester, dann klebt es von innen. Und dann, wenn ihr das durchgezogen habt im Kopf oben, so zum Beispiel, dann bleibt dieses Teil schon mit diesem Stoff festgeklebt durch Doppelklebeband. Und dann macht ihr das weiter. Und dann zeige ich euch, wie ich den, wie ich das alles nachher mit dem Acryl umwickle, damit es ja schwarz ist. Wir nehmen jetzt das ab, ja? Das heißt, weitermachen wir jetzt mit drei Festmaschen Abnahme, das sechsmal. Und auch mit zwei Festmaschenabnahmen, das sechsmal, und dann sehen wir uns hier wieder. So, ich habe jetzt das aufgefüllt, zwei Reihen noch abgenommen, und normalerweise die Fühler, normalerweise die gehen über den Augen. Das heißt, ich muss noch eine Reihe hier abnehmen, damit ich diese Fühler reinsetzen kann. Ne? Oder man könnte vielleicht genau hier so die reinsetzen. Die werden dann auch schön aussehen, wenn die nicht so nah aneinander sind, sondern ein bisschen auseinander. Ich würde sagen, vielleicht hier rein. Aber da muss man auch. Ja. Genau, hier. Ich würde das so machen. Ich würde die nicht unbedingt so nah zueinander. Ich glaube, das wird noch sogar besser aussehen, weil es zieht sich sowieso jetzt noch ein bisschen zusammen, wenn wir das abnehmen. Dann steht das gerade, ne? Und ja, und dann setzen wir auch genau symmetrisch hier eine. Gut, und wenn wir das reingesetzt haben, nehmen wir bis zum Schluss alles ab. Da, wo wir aufgehört haben, nehmen wir weiter ab, bis der Kopf zu ist. Ja? Und dann zeige ich euch, wie ich diese Füller mache. Okay, aber bitte nicht vergessen, jetzt einen kleinen Teil hier mit Doppelklebeband umzuwickeln. Okay, dann bis dann. So, ich habe so umgewickelt von unten, habe das reingeschoben. Dann habe ich das alles zugemacht und das ist einfach super perfekt. Das ist viel besser als das, was ich im russischen Video gemacht habe und das alles drumherum umgewickelt. Das war total kompliziert. Jetzt nehme ich Doppelklebeband. Okay. So, nach einer Stunde. Ich mache ihn so doppelt. Dann lege ich ihn so drunter.
Und dann wickele ich so um. Und so ein bisschen festdrücken, damit es einigermaßen gerade ist. Aber es ist nicht schlimm, wenn es so wellig ist und das wird alles umgewickelt. Ich zeige jetzt nur eine und den Rest macht ihr dann selber, ne? Dann nehme ich diesen Garn und so tief wie möglich runterzuziehen. Ich binde das oder ja erstmal fest. So tief wie möglich, ne? Das geht nicht auseinander, das ist schon hier geklebt. Und dann ganz nah aneinander immer umwickeln, dass hier keine weißen Striche zu sehen sind. Dann, wenn ihr das umgewickelt habt, ein bisschen festdrücken, so glatt machen, ne? Ein bisschen Fummelarbeit, aber es lohnt sich. Es wird einfacher, wenn jetzt das kürzer wird. Früher habe ich das, den Garn habe ich mit Kleber geschmiert und so nass umgewickelt um den Draht drum herum. Das war so eine Schweinearbeit. Und dann, oder habe ich das irgendwo gesehen oder ist es mir spontan aufgefallen? Das ist eigentlich logisch, ne? So, wir wickeln das. Das könnt ihr nachher auch so biegen, wie ihr das wollt. Macht hier richtig Spaß. Guck mal, es geht wie geschmiert, Mann. So kann man auch die Füße machen. Es gibt ja solche Kükenanleitungen und die haben ja solche ganz dünne Drahtfüßen. Das ist eine super Idee. Habe ich mal auch früher gemacht. Ich habe so eine, ich glaube Kräne oder so heißt es auf Deutsch, auf meinem Instagram-Seite in so einem Kopftuch. Und da habe ich solche Füße gemacht. So sieht das aus. Dann nehme ich Heißkleber, nehme ich diesen Pompon, den ich gemacht habe. Es gibt ja, ihr könnt das mit der Gabel machen oder es gibt extra solche Dinge dafür. Und dann suche ich so mit dem Finger so ein bisschen die Mitte. Mache ich hier ein bisschen frei. Tropfe mit Heißkleber, so eine Erbs, nicht, keine Angst haben von diesem Kleber verschmieren, nein, richtig schöne Erbse da rein, dann richtig schön da rein drücken und mit diesen Fusseln so drumherum kleben. Na, das kommt nichts raus, es wird alles drumherum geklebt und dann ist es richtig fest. Und dann sieht das so aus. Wenn es euch zu lang ist, könnt ihr abschneiden, ne? Zum Beispiel, ich finde das mir ein bisschen zu lang. Ich schneide das so ab und dann klebe ich das und dann biege ich eins so, der anderen so, wie ihr wollt. Und das kommt auch nicht raus. Ja? So, wir machen das dann zu Ende. Diese Fühler machen wir dann selbst.
Die Nase werde ich jetzt auch annähen. Die Nase wird richtig hier zwischen den Augen angenäht. Wenn es fertig ist, ne, wenn ich das angenäht habe, machen wir diese Mimik aussticken. So, die Arme, wenn ihr die auch fertig habt, die werden auch hier angenäht. So. Ja, könnt ihr dann selber aussuchen. Ich würde sagen, so in dieser Reihe. Symmetrisch. So, die Beine, die werden hier unten angenäht. Ganz unten. Und die liegen so an Körper nah. Die stehen nicht so ab, sondern an Körper liegen die so nah. Ich habe bei anderen Wespe, wollte ich schon sagen, Biene auch so gemacht. Aber wo ich die angenäht habe oder reingehäkelt habe, ich musste sie trotzdem annähen, habe ich ganz bisschen mit Heißkleber hier getropft und angelegt. Für mich ist das wichtig, dass die Beine so anlegen, dass sie nicht so abstehen. So laut Anleitung sieht auch richtig schön aus. Hier muss dieses Ding auffallen und nicht die Beine. Wenn es alles so auseinander steht, finde ich nicht schön. Deswegen, ich nähe das an und klebe ganz leicht noch an den Körper ran. So, was noch? Die Flügel. Die Flügel. Ihr könnt aussuchen. Die Flügel, die werden so angenäht hinten, so einfach nur rangenäht, dann sieht das nicht wie eine Biene aus, sondern wie eine Fliege. Ich nehme sie so an, so, und nähe dieses Teil, ziehe ich das zusammen, dass das so eine Form hat. Wenn das so eine Form hat, nur dann werde ich das hier hinten annähen. Ja, dann stehen die Flügel so ein bisschen nach oben. Dann sieht es mehr so bienenmäßig aus. Und ja, das und die Nase, das können wir alle selber machen. Den Flügel, den Fühler zu Ende auch selbst. Und dann machen wir noch die Mimik aussticken und dann, ja, dann ist unsere Biene fertig. Ich mache erstmal die Nase fertig und dann sehen wir uns gleich hier wieder. So. Ich bin jetzt mit der Nadel durch diese Nase dadurch reingegangen in die Augenbrauen. Ne? Warum in die Nase? Damit diese Knoten in diese feste Nase da drinnen bleibt. So, dann machen wir jetzt Augenbrauen. Da rein. Da rein. Und gehen in die Augen. Für die Wimpern. Dann gehe ich hier irgendwo durch. So. Und dann hier durch und hier durch. Und gehe ich dann hier durch. So, voll süß, ne? Sieht das aus? Und dann machen wir jetzt diesen Grinsmund. Man kann das natürlich ein bisschen tiefer und dann so nach oben. Oder so und dann so. Ja, das wird jetzt nicht so einfach. Diesen Schräg natürlich total einfach zu machen. Diesen, aber das hier, denn weil dieser Faden, das muss ja so liegen. So, das wäre optimal für mich. Wisst ihr, was wir machen? Ich gehe jetzt trotzdem
da rein. Ich halte jetzt ein bisschen so, wie ich das haben möchte. So. Und gehe jetzt hier rein und komme hier raus. Und dann diesen Strich mache so nach unten. Und gehe wieder hier im Mund raus. So. Das lasse ich ein bisschen locker. Hier mache ich einen Knoten. Mache ich noch einen Knoten. Und komme irgendwo hier in diesen Fühler oder so durch. Ja, dann schneide ich hier einfach ab. Das ist egal, wo ihr rauskommt. Na. Diesen Faden, ich nehme gleich ein bisschen Kleber, ganz bisschen Sekundenkleber, obwohl sogar jetzt, naja, trotzdem, ich würde ganz bisschen Sekundenkleber nehmen und einen kleinen Tropf hier machen und dann ran drücken und dann bleibt diese Welle. Na, weil das ist nicht so, man kann natürlich aussticken, hier rein, dann da rein und dann wieder zurück, aber man sieht diese Stiche und das ist das, was ich nicht so gerne mag. Deswegen, ich würde lieber hier ganz bisschen Sekundenkleber drauf tupfen, hier unten mit dem Schere so ein bisschen andrücken und dann ist das fest. Dann geht diese Mimik, aber nicht so direkt, obwohl ich weiß nicht, ich würde so lassen. Die sieht voll süß aus. Ja? So, dann habe ich die auch geschafft. Ich mache jetzt, ich schneide diese Fühler ein bisschen kürzer. Ich möchte sie kurz haben. Dann mache ich noch so ein Pompon noch dazu. Klebe ich das an. Dann werde ich eine passende Schleife für die Nase suchen, binde ich. Die Flügel habe ich zusammengezogen hier, wie ich gesagt habe. Von hinten sieht das so aus. Und dann werde ich die hier so genau unter den Nacken legen und so annehmen, dann sieht das so aus. Ich finde die total niedlich. Und dann ist es eigentlich alles fertig. Ja, wenn sie fertig ist, werde ich euch gleich noch einen Blick werfen oder zeigen oder was weiß ich, was immer. Wie immer ich das mache und dann, ja, dann könnt ihr loslegen. Ja, bis dann. So, meine Lieben. Ich habe die fertig. So sieht sie aus. So von hinten. Ich finde die richtig süß und niedlich. Und ja, ich wünsche euch, dass es auch so ganz gut klappt. Vielen Dank nochmal an den Autor von dieser Anleitung. Und viel Spaß beim Nachhäkeln, ne? Und bleibt bitte alle gesund jetzt in dieser Zeit. Tschüss, bis dann.